Guten Morgen, herzlich willkommen zur Jahrespressekonferenz der Simona AG. Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse an unserer Gesellschaft. Wir sind zu viert heute hier, drei vor der Kamera. Hinter der Kamera Erik Schönel, der Leiter unserer Pressestelle und Investor Relation, der auch gleich in dem Chat in 10 Minuten ungefähr alle Dokumente, die diese Konferenz begleiten, noch abspeichern wird. Michael Schmitz, unser Finanzvorstand, und Dr. Haug, der für uns das EMEA-Geschäft verantwortet, einige weltweite Operations-Funktionen, und Matthias Schönberg bin ich als Vorsitzender. Wir führen Sie heute durch die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres, werden einen kleinen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit liefern, auch so ein bisschen als Follow-up zu unserer letztjährigen Pressekonferenz. Michael Schmitz wird dann ins Detail des Zahlenwerkes 2023 einsteigen, bevor Jochen Haug dann über unsere Lieblingsthemen spricht, nämlich Investitionen und Projekte in unseren Fabriken und Märkten. Dann beleuchten wir das erste Quartal 2024, schließen mit einem Ausblick für das Gesamtjahr, und dann stehen wir Ihnen auch über den Chat für Fragen zur Verfügung, die wir dann auch gerne beantworten. Ja, das Jahr 2023 möchte ich Ihnen anhand unserer drei Regionen beschreiben, in denen wir aktiv sind. Die erste Region ist Amerika, für uns eher Nordamerika, wo wir drei Produktionsstandorte haben. Wir machen auch Geschäfte in Südamerika, aber vordringlich natürlich in den USA. Wie Sie alle wissen, war auch letztes Jahr waren die USA der Treiber der Weltwirtschaft, wenn die Wirtschaft überhaupt getrieben wurde, dann aus den USA, zwar nur mit einem BIP-Wachstum von 2,5%, aber insbesondere das starke vierte Quartal und der starke private Konsum, auf den man sich ja dort in den USA immer verlassen kann, hat uns auch sehr zugute gestanden, und das werden wir Ihnen gleich noch darstellen. Die europäische Geschichte kennen Sie sicherlich sehr gut. Das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum ist gerade mal um 0,5% gestiegen. In Deutschland sogar sind wir leicht geschrumpft. Für uns besonders schmerzhaft ist die Investitionszurückhaltung, wenn man das mal so vorsichtig ausdrücken kann, in der chemischen Industrie. Man kann auch sagen, der Investitionsstopp in der chemischen Industrie in Deutschland, was uns dann auch zum Schlusslicht in Europa gemacht hat. Die hohen Energiepreise haben das letzte Jahr ebenso geprägt wie die nur langsam sinkende Inflation. Asien-Pazifik müssten wir sicherlich zweigeteilt betrachten. Auf der einen Seite China, die Wirtschaft wuchs um 5,2%, was natürlich nichts im Vergleich zu dem ist, was alle langfristig von China erwartet haben und woran wir uns auch über viele Jahre gewöhnt haben. Also von daher ein zu geringes Wachstum für die enorme Kapazität, die dort installiert ist und den lokalen Märkten zur Verfügung steht, aber auch den globalen Märkten. Ja, und China war auch sehr geprägt von der Krise im Immobilienmarkt im letzten Jahr. Was heißt das für uns? Ja, für uns, wir haben wieder ein sehr dynamisches Jahr erlebt, sowohl geprägt von den Energiekosten, aber auch von den Rohstoffkosten und natürlich einer sinkenden Nachfrage. Wir haben nach vorne geschaut im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit. Da haben wir Ihnen im letzten Jahr schon einiges präsentiert, und dieses Jahr, denke ich, haben wir uns so weit entwickelt, dass wir sagen können, für unsere Industrie und vor allem für unsere Unternehmensgröße sind wir wirklich, verstehen wir uns als ein globaler Vordenker. Die Investition in China wird Herr Dr. Haug gleich noch etwas detaillierter darstellen. Wir haben die Fabrik in China verdoppelt und dadurch auch wirklich einen Meilenstein gesetzt für unser Wachstum in den Zukunftsmärkten. Wir haben uns ja im letzten Jahr wirklich eines großen Wachstums auf 712 Millionen Euro im Jahr 2022 erfreut, wissend, dass das vor allem auch preisgetrieben war. Und jetzt in 2023 haben wir dann tatsächlich einen Rückgang erleben müssen auf 600 Millionen Euro, liegt etwas unter dem, was wir prognostiziert hatten für das Jahr. Insgesamt sind wir um 16% geschrumpft, vor allem getrieben durch Volumenverluste, aber auch Preisreduktionen getrieben von den sinkenden Rohmaterialpreisen. Gebremst wurde dieser Prozess etwas durch die sehr gute Entwicklung unserer jüngsten Akquisitionen, insbesondere Peak Pipe Systems in England, aber auch unsere Gesellschaft in der Türkei hat sich sehr gut entwickelt, und das zeigt, dass auch die Akquisitionen für uns ein stabilisierender Faktor waren, gerade in solchen schwächeren Jahren wie 2023. Die Rohstoffpreise sind gesunken, aber wir haben es geschafft, unsere Verkaufspreise relativ stabil zu halten. Das heißt, dafür haben wir dann aber auch Absatzverluste und zum Teil auch Marktanteilsverluste in Kauf genommen, um die Marge auf einem guten Niveau zu halten. Also Umsatz von 600 Millionen Euro in 2023.
führte zu einem EBIT von 52,9 Millionen Euro. Und daran sehen Sie jetzt auch schon, und Michael Schmitz wird es gleich im Detail nochmal erläutern, aber Sie sehen, dass wir es wirklich geschafft haben, die Rohmarge sehr erfolgreich zu managen und dadurch unser Rekordergebnis, das absolute Rekordjahr 2022, nur knapp zu verfehlen, nämlich um 2,1%. Und damit haben wir das Jahr auch mit einem EBIT von 8,8% abgeschlossen und damit auch oberhalb der prognostizierten Marge von 8%. Also insgesamt ein Jahr, mit dem wir sehr zufrieden sind. Und ich zeige Ihnen jetzt, was das für die Regionen heißt, wie sich das in den Regionen niedergeschlagen hat. Fangen wir oben links mit Asien-Pazifik an, mit einem Umsatz, der dort generiert wird von 52 Millionen Euro, 7% über Vorjahr. Daran sehen wir auch schon, dass wir einen Teil der gewonnenen Kapazität schon in 2023 installiert haben. Wir konnten in China vor allem wachsen im Halbleitergeschäft, sprich Neubau von Halbleiterfabriken. Beliefern wir mit Materialien für die Einrichtungen der Fabriken, aber auch teilweise für die bauliche Struktur der Fabriken, für die Abwassersysteme. Und das Solargeschäft war in China auch in 2023 sehr, sehr stark. Auch dort liefern wir Materialien für die Anlagen zur Produktion von Solarzellen. Die Halbleiterindustrie in Südostasien, also vor allem Taiwan, Korea, hat sich schwächer entwickelt. Auch da kannten Sie sicherlich aus der Presse die Ankündigungen, dass es zu Verschiebungen von Investitionsprojekten kommt in dem Bereich. Und das haben wir eben auch gemerkt, dass einige Baumaßnahmen verschoben wurden. Und dadurch konnten wir an dem schönen Wachstum in 2022 jetzt in 2023 nicht anknüpfen. Der Bereich Mobility, für uns in Asien vor allem Automotive, konnte wachsen und hat uns schöne Wachstumszahlen in Asien beschert. Amerika leidet auch unter der konjunkturellen Nachfrageschwäche, vor allem in der Chemieindustrie, aber dann auch in der freizeitnahen Industrie. Ich sagte eben, der private Konsum in Amerika hat sich so schön entwickelt. Das gilt sicherlich für die Artikel des Alltags, aber die Big-Ticket-Items, in die wir hineinliefern, private Swimmingpools, Quads, also diese vierrädrigen Motorräder, Snowmobile, all solche Freizeitartikel, die wirklich viel Geld kosten, da hat die Nachfrage tatsächlich nachgelassen. Ebenso der große Bereich von uns, der in die Badezimmerrenovierung läuft, also Kunststoffsysteme zur Neugestaltung von Badezimmern, auch das ist stark eingebrochen im letzten Jahr. Und so sind wir in Amerika insgesamt um 13% gesunken, obwohl andere Bereiche gewachsen sind, wie zum Beispiel das Luftfahrtgeschäft. In EMEA haben wir die größte Umsatzeinbuße hinnehmen müssen, nämlich um 19% sind wir gesunken. Hier war sicherlich auch der Preiskampf noch am stärksten. Und hier war es extrem wichtig, die Rohmarge so gut zu kontrollieren, wie wir es über die letzten Jahre auch während Corona gelernt und praktiziert haben. Daher das gute Ergebnis. Aber nichtsdestotrotz, im Kerngeschäft unserer chemischen Prozessindustrie haben wir Federn gelassen, auch weil diese Chemieindustrie nicht mehr investiert hat im letzten Jahr. Die Akquisitionen Peak und Plastek in der Türkei haben sehr positiven Beitrag zu dem Ergebnis in Europa geliefert. Das war der regionale Blick. Jetzt schauen wir einmal in die Umsatzentwicklung der Business Lines, also unserer Geschäftsfelder, in denen wir aktiv sind. Da haben wir einmal diesen größten Geschäftsbereich, die Industrie, mit 227 Millionen Euro Umsatz. Hauptmarkt ist dort die chemische Prozessindustrie, aber auch die Halbleiterindustrie, die Medizintechnik und die Wasseraufbereitung. Und wie bereits beschrieben, hatten wir dort Einbußen in EMEA und in Amerika, konnten allerdings in der Halbleiterindustrie wachsen, in Europa und in den USA, in Asien, in China auch, in Südostasien weniger. Der Mobility-Bereich mit 78 Millionen Euro hat eine schöne Wachstumsrate von 10% abgeliefert, einmal durch wachsende Nachfrage unserer Automobilkunden, aber auch Innenausstattung von Zügen und von Flugzeugen. Das Flugzeuggeschäft erholte sich in 23, jetzt in 24 erholt sich die Nachfrage auch. Nur Boeing erholt sich noch nicht so richtig. Müssen wir sehen, was das für uns heißt. Aber in 23 haben wir da eine schöne Erholung gesehen. Und auch in dem ausgebauten Zuggeschäft, also Innenausbau von Zügen, haben wir erste schöne Pilotprojekte in Europa starten können. In der Infrastruktur mit 100 Millionen Euro Umsatz beliefern wir Märkte wie Trinkwasser, wie Abwasser und die Kabelschutzrohre beispielsweise für die Energiewende in Deutschland. Wir haben gesehen, dass sich
dieses Infrastrukturgeschäft, was vor allem von den öffentlichen Haushalten lebt, doch sehr zurückgehalten hat, weil eben die öffentlichen Haushalte auch gespart haben und daher Renovierungen, Neubauprojekte von Kläranlagen, von Trinkwassersystemen verschoben haben. Ein weiterer Bereich ist Werbung und Hochbau, Advertising and Building, wie wir es nennen, mit 88 Millionen Euro, schwächelt durch den Baumarkt. Daher haben wir dort auch einen Einbruch von 21%. Ja, und dann haben wir tatsächlich auch viele Produkte, die über den Großhandel in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern ihre Bestimmung finden. Steht für 100 Millionen Euro Umsatz. Auch dort sind wir um 27% eingebrochen und das im Wesentlichen im Handel. Aber auch in der Aquakultur, wie Jochen Haug später beschreiben kann, durch einen Spezialeffekt aus Norwegen. Jetzt beschreibe ich Ihnen noch das Thema Nachhaltigkeit. Wie gesagt, das hatten wir im letzten Jahr schon umschrieben. Wir haben eine globale Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, sind als börsennotierte Gesellschaft natürlich auch, unterliegen wir Regularien, in denen viele unserer nicht börsennotierten Wettbewerber nicht unterliegen. Und deswegen bin ich, oder sind wir so mutig zu sagen, wir sehen uns als globale Vordenker in Sachen Nachhaltigkeit, weil wir natürlich das ganze Thema ESG, Taxonomie, Science-Based Target-Initiative, Scope 1, 2 und 3, das beherrschen wir mit unserem Nachhaltigkeitsteam mehr, weil wir uns damit beschäftigen müssen, uns da gut reingedacht haben und dadurch auch sowohl auf der formalen Seite, auf der regulatorischen Seite sehr fortschrittlich unterwegs sind, aber auch auf der Produktseite. Ja, wir bieten biobasierte Kunststoffe an, wir sind ISCC-zertifiziert, sowohl in der Türkei als auch mit der Rohrproduktion in Deutschland. Wir haben ein Kreislaufsystem etabliert, welches wir mit ersten Kunden in Deutschland zusammen mit PreZero etabliert haben. Wir sind der Science-Based Target-Initiative beigetreten. Wir haben weltweit Photovoltaikanlagen installiert. Und dann haben wir im letzten Jahr ein Power Purchase Agreement für deutsche Standorte abgeschlossen. Fast die Hälfte unseres deutschen Energiebedarfs werden wir jetzt aus der Energie aus einem Windpark in Mecklenburg-Vorpommern beziehen. Um die Diversität zu steigern, haben wir viele Maßnahmen auch im Bereich der Rekrutierung weiblicher Talente initiiert, sind aber auch der Charta der Vielfalt beigetreten. Ja, mit diesem Blick auf die Nachhaltigkeit reiche ich nun weiter an Michael Schmitz, der Ihnen die 2023-Zahlen präsentieren wird. Danke. Ja, vielen Dank, Matthias. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zur diesjährigen Bilanzpressekonferenz. Du hast ja schon sehr treffend das Geschäftsjahr 23 zusammengefasst. Sicherlich ein sehr dynamisches Jahr mit einer weltweiten Konjunktureintrübung und einem trotzdem sehr, sehr starken Ergebnis, fast auf Niveau unseres Rekordjahres 2022. Und ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, Ihnen einen detaillierten Einblick in die Finanzzahlen des Jahres zu geben und dann, wie bereits vorgestellt, etwas später auch noch zum ersten Quartal des laufenden Jahres. Schauen wir zuerst auf die Konzernjahresrechnung und du hast bereits sehr ausführlich über die Verteilung der Umsätze nach Regionen, nach Businessline berichtet. Insofern werde ich das einfach mal überspringen und mich ein bisschen mehr auf die klassische Gesamtkostenrechnung beschränken. Insbesondere, was wir gesehen haben und was schon erwähnt ist, ist natürlich der deutliche Umsatzrückgang, den wir im letzten Jahr erlitten haben und auf der anderen Seite natürlich auch eine entsprechende Veränderung der Kosten, was uns zu diesem Ergebnis geführt hat. Angesprochen war es bereits, der Absatz unserer Produkte ist im vergangenen Jahr um 11% zurückgegangen. Auch die Gründe haben wir schon erwähnt. Es waren wesentlich natürlich die Schwäche der chemischen Industrie, die für uns eine der Hauptmärkte ist, aber auch ein Effekt, dass wir bei den Händlern prall gefüllte Lager haben, die aus Furcht vor den Lieferengpässen, die wir im Vorjahr hatten, natürlich mit sehr, sehr hohen Lagerbeständen in das Jahr gestartet sind und insofern natürlich das auch den Absatz unserer Produkte entsprechend reduziert hat. Dass der Umsatzrückgang von 712 Millionen auf 600 Millionen Euro mit fast 16% höher als der Absatzrückgang ausgefallen ist, liegt natürlich auch an den an die Kunden weitergegebenen Preisrückgängen der Rohstoffe und damit natürlich auch der Halbzeuge im Laufe des vergangenen Jahres. So haben unsere Verkaufspreise
unserer Produkte um insgesamt um fast 5% nachgegeben. Nachdem wir im Jahr 2022 eine turbulente Rallye der Rohstoffpreise erlebt haben, hat sich im Zuge der abschwächenden Konjunktur die Lage an den Rohstoffmärkten im vergangenen Jahr doch deutlich beruhigt. Allerdings, und das ist mir wichtig zu betonen, liegen die Rohstoffpreise je nach Region trotz eines Rückgangs zwischen 10-20% immer noch um über 30% über den Preisen, die wir vor der Pandemie gesehen haben. Insgesamt haben Volumen und Preisrückgang zu einem um 26,7% niedrigeren Materialaufwand in Höhe von 311,7 Millionen Euro geführt. Der Rohertrag, den Sie jetzt in der Folie so nicht sehen, ist in der Folge von 304,1 Millionen Euro auf 290 Millionen Euro zurückgegangen. Aufgrund des geringeren Umsatzes im Zähler hat sich die Rohmarge dabei von 42,7 auf 48,3% verbessert. Der Personalaufwand ist um 1,6 Millionen Euro auf 115 Millionen Euro angestiegen. Und das ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Zahl der Mitarbeitenden im Konzern von durchschnittlich 1.687 auf 1.715 Mitarbeitende begründet. Der Personalaufbau resultiert im Wesentlichen aus den Neueinstellungen in unserem Werk in China infolge der Aufnahme der Produktion von Rohren und Stäben in unserem erweiterten Werk in Changwon. Die Abschreibungen sind um 1,5 Millionen Euro auf 23 Millionen Euro angestiegen. Hierin spiegeln sich natürlich die Investitionstätigkeiten zur Modernisierung und Effizienzverbesserung in unserer Werke weltweit wider. Die größte Einzelposition war die Investition in unser Werk in China von mehr als 12 Millionen Euro. Und Matthias hat es bereits erwähnt, eine Erfolgsgeschichte für das vergangene Jahr. Erlauben Sie mir kurz die Erläuterung der sonstigen Aufwendungen, die ich gerne etwas detaillierter kommentieren möchte, aber vorher noch einen Blick auf das EBIT zu werfen. Es ist bereits gesagt, das EBIT von 52,9 Millionen Euro ist ein mehr als gutes Ergebnis im Angesicht der konjunkturellen schwierigen Rahmenbedingungen, die wir im vergangenen Jahr hatten. Wir haben unser Rekordergebnis um nur 1,2 Millionen Euro verfehlt, trotz eines um 14 Millionen niedrigeren Rohergebnisses. Und mit einer EBIT-Marge von 8,8 liegen wir über unserer Zielmarge von 6,8%. Und ich denke, das ist auch verbunden mit einem Dank an alle unsere Mitarbeitenden, die dazu beigetragen haben. Das bringt mich auch zum Rückgang der sonstigen Aufwendungen, die natürlich auch zur Besserung oder zum starken EBIT beigetragen haben. Bevor wir nun in die sonstigen Aufwendungen einspringen, vielleicht noch mal ein Blick auf die Energiekosten, die in der EAF-Abschlusserstellung natürlich im Materialaufwand gebucht werden. Nach dem Energiepreisschock zum Ende des Jahres 2022 haben sich 2023 zwar die Strom- und Gaspreise wieder beruhigt, allerdings im Jahresvergleich liegen sie immer noch auf dem Niveau des Jahres 2022 und damit um fast 100% über dem Niveau des Jahres 2021. Und wenn man sich die Verteilung der Stromkosten nach Regionen anschaut, dann bleibt es dabei, dass die Energiekosten in Deutschland einen entscheidenden Wettbewerbsnachteil für uns darstellen. Neben der hohen Volatilität am Strommarkt hat uns auch unser Ziel, unseren CO2-Ausstoß im Scope 1 und Scope 2, also das, was wir selbst emittieren, um durchschnittlich 5,25% jährlich zu reduzieren, dazu bewogen, ein Power Purchase Agreement abzuschließen. Mit diesem Agreement decken wir rund 50% unseres Strombedarfs der Werke in Kirn und Ringsheim. Das sind ca. 35 Gigawatt über Windenergie aus einem Windpark in Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern. Damit haben wir sowohl den Strompreis einmal abgesichert und eine feste Kalkulationsbasis geschaffen, als auch einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität gemacht. Nun zu den sonstigen Aufwendungen. Diese haben sich um 15,8 Millionen Euro auf 99,4 Millionen Euro reduziert.
Am meisten haben sich die volumenbedingten Kosten dabei reduziert, insbesondere die Frachtkosten mit einem Rückgang von 30,8 Millionen Euro auf 24 Millionen Euro. Deutsche Einsparungen mit einem Volumen von rund 7 Millionen Euro haben wir bei den Verpackungs- und sonstigen Betriebskosten realisieren können. Und neben dem Rückgang dieser volumenabhängigen Kosten haben Preisrückgänge sowie auch interne Kosteneinsparungsmaßnahmen zu dieser Verbesserung beigetragen. Die Verwaltungskosten sind dagegen um 1,8 Millionen Euro angestiegen. Hierin sind natürlich auch die nicht aktivierungsfähigen Kosten im Rahmen unserer ERP-Umstellung von SAP R3 auf SAP S4 HANA enthalten. Lassen Sie mich kurz noch auf das Finanzergebnis eingehen. Die Finanzerträge in diesem Jahr in Höhe von 6,4 Millionen Euro haben sich um 1,8 Millionen Euro reduziert. Dies folgt insbesondere aus der Umrechnung von Zahlungsmitteln und konzerninternen Finanzierungen in Fremdwährungen. Sie enthalten zudem einen positiven Effekt aus der Hyperinflationsbewertung unserer türkischen Gesellschaft Simona Plastek in Höhe von 3,6 Millionen Euro gegenüber 4,8 Millionen Euro im Vorjahr. Im Gegenzug haben sich die Finanzaufwendungen um 4,3 Millionen Euro erhöht. Hierin enthalten sind wiederum die Zinsaufwendungen aus der Finanzierung der Akquisition von Peak Pipe Systems in England, als auch erhöhte Aufwände für die Umrechnung der Zahlungsmittelbestände und der konzerninternen Finanzierungen in Fremdwährungen. Und dies führt zu einem um 6,1 Millionen höheren negativen Finanzergebnis von 7,5 Millionen Euro. Demzufolge beträgt das Ergebnis vor Steuern 45,2 Millionen Euro nach 53,2 Millionen Euro im vorangegangenen Jahr. Und entsprechend haben sich natürlich die Ertragssteuern leicht um 1,3 Millionen Euro reduziert. Und dies führt zu einem Periodenergebnis von 30,8 Millionen Euro. Schauen wir in die Bilanz der Simona zum 31.12. zum Abschluss des vergangenen Jahres. So stellen wir fest, dass die Bilanzsumme leicht auf 611,2 Millionen Euro gesunken ist. Dies ist im Wesentlichen auf die Verringerung der Vorräte sowie der Forderung aus Lieferung und Leistungen auf der Aktivseite und der Verringerung der sonstigen Rücklagen sowie der kurzfristigen Schulden auf der Passivseite zurückzuführen. Auf der Aktivseite sind die immateriellen Vermögenswerte durch die Abschreibungen auf Kundenwerte leicht um 2,5 Millionen Euro auf 93,7 Millionen Euro zurückgegangen. Die Sachanlagen sind durch die bereits erwähnten Investitionen von 176,8 Millionen auf 188,1 Millionen Euro angewachsen. Hierin ist, wie bereits erwähnt, die Investition in Jiangmen als größte Einzelposition enthalten, aber auch die Anzahlungen im Zuge unseres Umbaus des Verwaltungsgebäudes in Kirn, der immer noch im vollen Gange ist. Leicht verringert haben sich die latenten Steueransprüche von 9 auf 7 Millionen Euro durch die Neubewertung der Pensionsrückstellung. In der Veränderung der kurzfristigen Vermögenswerte spiegelt sich die Verringerung des Geschäftsvolumens als auch die Preisänderung entsprechend wider. Aufgrund des niedrigeren Rohstoffpreisniveaus sind sowohl die Vorräte an Rohhilfsbetriebsstoffen um 5 Millionen als auch die Vorräte an Fertigerzeugnissen um 7,3 Millionen Euro zugegangen. Und insgesamt haben sich die Vorräte damit um 11,7 Millionen Euro verringert. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind geschäftsbedingt um 5,9 Millionen Euro auf 83 Millionen Euro gesunken. Die liquiden Mittel haben sich um 8,5 Millionen Euro auf 74,2 Millionen Euro verbessert. Und hierzu möchte ich gleich im Anschluss noch einen kleinen Einblick in unsere Cashflow-Rechnung geben. Vorher aber noch kurz ein Blick auf die Passivseite unserer Bilanz. Unser Eigenkapital ist im vergangenen Jahr um 14,5 Millionen Euro auf 361,9 Millionen Euro zurückgegangen. Darin enthalten sind im Wesentlichen das Periodenergebnis des vorangegangenen Jahres in Höhe von 30,8 Millionen Euro sowie gegenläufig die Dividendenauszahlung für das Geschäftsjahr 2023 und das direkt im Eigenkapital erfasste negative Ergebnis aus Währungsumrechnungen.
Zudem hat sich das Konzerneigenkapital durch die Neubewertung der Pensionsrückstellung, insbesondere aufgrund des gesunkenen IFRS-Rechnungszinses sowie dem Rückgang des Planvermögens, erfolgsneutral um 20,6 Millionen Euro verringert. Der fortgeführte Ansatz der Kaufoptionen für die ausstehenden Geschäftsanteile bei den Gesellschaften Simona Startpipe und Simona Plastic ist im Eigenkapital in Höhe von 14 Millionen Kapitalmindert angesetzt. Dadurch hat sich insgesamt die Eigenkapitalquote leicht auf 59,2% verringert. Die Eigenkapitalrentabilität ist von 9,9% auf 8,5% zurückgegangen. Unsere langfristigen Schulden sind um 12,8 Millionen Euro auf 153,9 Millionen Euro angestiegen. Hiervon entfallen allein 30,9 Millionen Euro auf die langfristigen Pensionsrückstellungen, die sich von 45,7 Millionen Euro auf 78,4 Millionen Euro erhöht haben. Und wesentliche Gründe sind hier der von 3,8 auf 3,22 verringerte IFRS-Rechnungszinssatz, der einen Effekt von 16,8 Millionen Euro hat, sowie die Reduzierung des dort hinterlegten Planvermögens um 13,4 Millionen Euro. Die latenten Steuerschulden haben sich im Wesentlichen durch diese Neubewertung der langfristigen Pensionsrückstellung um 9,8 Millionen Euro auf 23,5 Millionen Euro verringert. Die langfristigen Finanzschulden in Höhe von 36,4 Millionen Euro, fast zu 100% geprägt durch die Finanzierung der Akquisition von Simona Peak Pipe Systems, haben wir um 9,8 Millionen Euro im vergangenen Jahr getilgt und auf 26,6 Millionen Euro abgebaut. Die kurzfristigen Schulden haben wir im vergangenen Jahr um 8,2 Millionen auf 95,4 Millionen Euro reduziert. Durch die Inanspruchnahme von Betriebsmittellinien laufen sich die kurzfristigen Finanzschulden weiterhin unverändert auf fast 32,2 Millionen Euro. Die Schulden aus Lieferungen und Leistungen sind preisbedingt um 5,3 Millionen Euro auf 27,3 Millionen Euro zurückgegangen. Die sonstigen kurzfristigen Schulden, im Wesentlichen aus der Abgrenzung von Urlaubs- und Steueransprüchen, haben sich um 2,4 Millionen Euro auf 21,4 Millionen Euro verringert. Das war der Blick auf die Bilanz und wie bereits angekündigt nochmal eine kurze Einblick in die Cashflow-Rechnung des vergangenen Jahres. Hier sehen wir, dass der Cashflow aus operativer Tätigkeit sich im vergangenen Jahr um 29 Millionen Euro verbessert hat. Der Cash-Abfluss aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt insgesamt 31,1 Millionen und beinhaltet fast ausschließlich die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Der Cash-Abfluss aus der Finanzierungstätigkeit umfasst die Tilgung von Finanz- und Leasingschulden insgesamt in Höhe von 16,8 Millionen Euro, die Dividendenzahlung des Vorjahres in Höhe von 11,1 Millionen Euro sowie Zinszahlungen in Höhe von 3,3 Millionen Euro und beläuft sich insgesamt auf 28,4 Millionen Euro. Die positive Veränderung des Finanzmittelfonds beträgt 8,5 Millionen Euro und führt, wie schon ausgeführt, zu einem Anstieg der Zahlungsmittel auf 74,2 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Finanzschulden in Höhe von 58,8 Millionen Euro sowie Leasingschulden in Höhe von 7,8 Millionen Euro, so dass wir in Summe eine negative Nettofinanzverschuldung von 7,7 Millionen Euro haben. Springen wir zum Return on Capital Employed, dem sogenannten ROSE, unserer Rentabilitätsgröße in Bezug auf das eingesetzte Kapital in der Relation zum EBIT, ist es in 2023 leicht von 11,4 auf 11,2% zurückgegangen. Wesentliche Treiber waren insbesondere die geschäftsbedingten Änderungen, nämlich der Anstieg der Sachanlagen infolge der Investitionen, sowie natürlich auf der gegenläufigen Seite Mengen- und Preiseffekte bei der Minderung der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und natürlich auf der Passivseite der Minderung der Schulden aus Lieferungen und Leistungen. Und insofern liegen wir mit dem ROSE von 11,2% immer noch sehr gut in unserer Zielmarge von 10 bis 12%.
Unser Net Working Capital ist nominal zwar um 12,3 Millionen Euro gesunken, unsere Net Working Capital Rate ist allerdings aufgrund des deutlichen Umsatzrückgangs von 28,2 auf 31,4% gestiegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 7. Juni vorschlagen, eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 1,85 Euro pro Aktie auszuschütten. Und damit setzen wir unsere konstante Dividendenpolitik fort und erhöhen die Ausschüttungsquote in Relation zum Konzernergebnis von 30% auf 36%. Ein Wermutstropfen bleibt beim Blick auf die Entwicklung unseres Aktienkurses, der im Jahresverlauf von 86,50 Euro je Aktie auf 65 Euro je Aktie gefallen ist. Eine fundamentale Begründung hierfür gibt es in unserer Ansicht nach nicht. Und mit einem Aktienwert von 390 Millionen Euro ist die Simona nach meiner Einschätzung, aber auch nach der Einschätzung meiner Kollegen, unterbewertet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war der detaillierte Blick auf das Finanzjahr 2023. Und damit übergebe ich an dich, Jochen, für einen spannenden Blick in Projekte, Investitionen und Produkte. Ja, danke Michael für die gute Darstellung der mitunter doch etwas trockenen Zahlenwelt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den nächsten 10 Minuten möchte ich Ihnen aufzeigen, dass Simona auch 2023 weiter konsequent an der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie gearbeitet hat. Und dabei haben wir uns auf die 4 wesentlichen Handlungsfelder konzentriert: die Weiterentwicklung der zugekauften Unternehmen, Investitionen in Effizienzverbesserungen, aber an der einen oder anderen Stelle auch in Kapazitätserweiterungen und Innovationen im Bereich von Produkten, aber geschuldet unserer Anwendungsstrategie und der Strategie, näher am Endkunden zu sein, auch in Anwendungsinnovationen. 2023 hat die Simona kein Unternehmen akquiriert. Dennoch haben wir uns mit den akquirierten Unternehmen intensiv beschäftigt und alle 3 haben einen wesentlichen Beitrag auch zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Die Situation im Bereich der Aquakultur, Simona Statpipe, war dabei vor allen Dingen zunächst einmal geprägt durch eine Veränderung der norwegischen Steuergesetzgebung. Und der norwegische Markt ist für uns ein extrem wichtiger, weil es unser Heimatmarkt ist. Und das hat dazu geführt, dass wir eine temporäre Schwäche erleben mussten. Projekte, die wir bereits erhalten haben, wurden zunächst einmal zurückgestellt und verschoben ins Jahr 2024, sodass wir insgesamt mit der Umsatzentwicklung im Bereich Aquakultur in Norwegen überhaupt nicht zufrieden sein konnten. Die gute Nachricht ist allerdings, dass diese Projekte jetzt in diesem Jahr kommen werden. Und die zweite gute Nachricht ist, dass auch die Internationalisierung unseres Geschäftes Fahrt aufnimmt. Wir waren letztes Jahr erfolgreich, ein erstes Projekt in Asien zu buchen und mit der Umsetzung dieses Projektes in Japan auch zu beginnen. Insgesamt sehen wir für dieses Jahr und auch für die folgenden Jahre nach wie vor hervorragende Wachstumsaussichten, sowohl in unserem norwegischen Heimatmarkt als auch insbesondere in der Region Asien. Unser Standort in der Türkei zur Herstellung von PVC-Schaumplatten für den Werbung- und für den Bausektor in Düşe hat in 2023 ein überdurchschnittliches Wachstum gezeigt. Und zwar nicht nur im Umsatz, sondern, und das ist ja sicherlich mindestens genauso wichtig, auch in der Ertragsfähigkeit. Und dies konnte insbesondere gelingen, weil wir die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich durch unseren Produktionsstandort in der Türkei weiter steigern konnten. Die Phase 2 der insgesamt 3 Phasen der Verlagerung der Produktion von Kirn nach Düşe ist letztes Jahr abgeschlossen worden und wir konnten letztes Jahr auch den Standort ISCC zertifizieren. Über das Thema haben wir in der letzten Jahrespressekonferenz sehr intensiv diskutiert, aber wir sind jetzt in diesem Bereich auch in der Lage, ein Produkt im Markt anzubieten, was einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck hat als herkömmlich hergestellte Produkte. Last but not least zu erwähnen, unser Standort in England, Simona Peak Pipe Systems. Auch dort war das Geschäft geprägt durch eine relative Marktschwäche, so wie auch in Zentraleuropa im Bereich Infrastruktur. Trotzdem hat sich Peak als sehr resilient erwiesen, hat ein sehr stabiles Geschäft gezeigt und auch die Profitabilität hat einen erheblichen Beitrag zum Ergebnis in EMEA geleistet. Wir haben im letzten Jahr unsere vormalige Vertriebsorganisation in Stafford mit Peak Pipe Systems verschmolzen und konsequenterweise dann am Ende des Jahres auch unser Lager in Stafford dann geschlossen. Die Unternehmenszukäufe haben, wie bereits erwähnt, im letzten Jahr einen erheblichen Beitrag geliefert
Und Akquisitionen werden auch in Zukunft einen wichtigen Baustein in der Wachstumsstrategie der Simona darstellen. Dabei ist es aber natürlich besonders wichtig, dass wir hier nicht nur über den Zukauf von Umsatz reden oder gerade nicht über den Zukauf von Umsatz reden, sondern dass auch strategisch ein Fit mit unserem bestehenden Geschäft und mit der Strategie der Simona in der Zukunft vorhanden ist. Und dabei gibt es in meinen Augen 4 Fokusthemen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen. Das ist die Erweiterung unseres regionalen Footprints und hier ist Simona Peakpipe sicherlich ein gutes Beispiel. Es ist die Erweiterung des Produktportfolios, die Stärkung unserer Position im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, ein Thema, was in den letzten Jahren sicherlich enorm an Fahrt aufgenommen hat und strategisch und mittel- und langfristig extrem wichtig für uns werden wird. Und last but not least auch die Stärkung unserer Anwendungs- und Endkundenorientierung. Simona Stadtpipe ist da sicherlich ein gutes Beispiel für. Die Stärkung der Anwendungs- und Endkundenorientierung hat aber auch zur Folge, und das war eines der Ziele, die wir damit verfolgt haben, innovativer zu werden als Unternehmen, also Wachstum aus Innovationen zu generieren. Und im Rahmen der Pressekonferenz möchte ich Ihnen gerne 3 Beispiele aus dem Bereich der Mobilität zeigen. Es handelt sich einmal um ein neues Produkt, was wir entwickelt haben, nämlich Halbzeuge für tiefgezogene Bauteile in der Innenausstattung von Zügen. Hier waren wir insbesondere in der Produktentwicklung erfolgreich und auch in der Spezifizierung dieser Produkte bei den wesentlichen OEMs durch die Übertragung unserer Design- und Anwendungskompetenz, die wir im Bereich der Flugzeugindustrie haben. Durch die Übertragung dieser Kompetenz ist es dann auch letztes Jahr erstmalig gelungen, größere Projekte zu buchen und auch auszuliefern. E-Mobilität ist natürlich ein Thema, was in aller Munde ist und was auch uns beschäftigt. Wir sehen insbesondere im Bereich der E-Mobilität einen starken Ausbau der Fertigungskapazitäten für Batterien, gerade auch in Europa, gerade auch gefördert und politisch gewollt. Hier haben wir in dem letzten Jahr ein neues Produkt entwickelt. Dabei handelt es sich um Platten aus flammgeschütztem und glasfaserverstärktem Polypropylen für die Einhausung von Batterien. Und uns ist im letzten Jahr auch der Markteintritt gelungen in Kooperation mit einem Bushersteller. Auch hier erwarten wir in den nächsten Jahren deutliche Wachstumspotenziale. Zu guter Letzt der Bereich Wasserstoff, auch das sicherlich ein Thema, mit dem sich viele Unternehmen beschäftigen. Hier sehen wir erhebliche Wachstumschancen im Bereich des Wasserstoffantriebes als Alternative zur E-Mobilität, im Bereich von Nutzfahrzeugen vor allen Dingen. Und dabei stellt die Speicherung und der Transport von Wasserstoff einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar. Hier konnten wir im letzten Jahr erfolgreich einen Liner auf der Basis von Polyamid-6-Rohren entwickeln. Und dabei handelt es sich um eine Kernkomponente beim Aufbau von Wasserstofftanks. Erste Prototypen sind gefertigt und sind im Markt, um getestet zu werden. Das waren Beispiele aus dem Bereich von Produktinnovationen. Ich möchte Ihnen in der Folge auch noch ein Beispiel nennen für eine anwendungsbezogene Innovation. Unsere neue SimoClear Weld Technology. Ja, was verbirgt sich hinter diesem etwas sperrigen Namen zugegebenermaßen? Hierbei handelt es sich um eine Innovation für die barrierefreie Schweißverbindung von unterirdischen Rohrleitungen, die speziell im Bereich von Kabelschutzanwendungen für die Energiewende eingesetzt werden. Wenn Sie Rohrleitungssysteme bauen, dann werden Rohre miteinander verschweißt. Dazu müssen die beiden Rohrenden, die gefügt werden sollen, aufgeheizt werden und sie werden dann unter hohem Druck zusammengefügt. Und dabei entsteht ein sogenannter Schweißwulst, der stärker ausgeprägt auf der Innenseite des Rohres ist. Und dieser Schweißwulst, der ist natürlich hinderlich, wenn es darum geht, Hochspannungskabel in dieses Kabelschutzrohr einzuziehen. Der Schweißwulst muss mechanisch entfernt werden und Sie können sich eventuell vorstellen, dass bei Rohrlängen von 12 oder 20 Metern dies mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. In Kooperation mit einem Schweißmaschinenhersteller haben wir ein neues Schweißverfahren entwickelt, mit dem es möglich ist, Innenwulst frei zu schweißen und auf die nachträgliche Entfernung des Innenwulstes zu verzichten. Damit ist das Verlegeverfahren deutlich schneller, effizienter und günstiger als die herkömmlichen Verfahren und bietet eben auch für unsere Kunden, die Baufirmen, die die Energiewende mitgestalten, einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Hiermit positionieren wir uns in dem Markt auch als Innovationstreiber und werden im Markt auch so wahrgenommen. Zu guter Letzt noch ein paar wenige Worte zum Thema Investitionen. Hier muss man natürlich sagen, dass aufgrund der etwas verhaltenen Perspektiven auch für das Jahr 2024 letztes Jahr der Fokus eher auf dem Bereich Effizienzverbesserungen lag. Es gab aber trotzdem 2 wesentliche Investitionen in Kapazitätserweiterungen. Matthias und Michael hatten ja die Verdopplung unserer Werksfläche in Jiangmen bereits erwähnt. Wir konnten im Spätsommer 2023 mit der Produktion erfolgreich starten. Und was besonders erwähnenswert ist, wir haben damit für Simona einen ersten Produktionsstandort für Rohre außerhalb von Europa.
Und das ist ein wesentlicher Baustein, um auch an diesem Markt in Asien zu partizipieren. Die zweite wesentliche Investitionsentscheidung, die wir letztes Jahr getroffen haben, beträgt die Erweiterung unseres Standortes in Litvinov. Diesen wollen wir zu einem Hochleistungsstandort für den Bereich Kabelschutzrohre ausbauen. Die Energiewende führt dazu, dass Kabeltrassen unterirdisch verlegt werden müssen. Große Projekte in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Im Moment vergeht fast keine Woche, wo nicht ein Spatenstich für ein solches Projekt erfolgt. Und die dafür benötigten Rohrkapazitäten sind im Markt im Moment nicht vorhanden. Und auch wir müssen investieren, um an diesem Wachstum zu partizipieren. Das Projekt läuft hervorragend und wir erwarten den Start einer neuen Hochleistungsanlage gegen Ende dieses Jahres. Besonders bemerkenswert und wichtig ist zu erwähnen, dass wir bereits mehrere Großprojekte gewonnen haben, sodass die Auslastung dieser Anlage in den nächsten Jahren zumindest schon jetzt zu großen Teilen sichergestellt ist. Weitere Investitionsschwerpunkte, die kurz erwähnt werden sollten, sind Effizienzverbesserungen im Bereich der Rohrextrusion am Standort in Ringsheim, der Ausbau unseres Werkes in der Türkei und last but not least ein Thema, was uns, glaube ich, sehr beschäftigt und in den nächsten Jahren noch beschäftigen werden, das von Michael Schmitz schon erwähnte Transformationsprojekt, um unsere derzeit in der Gruppe vorhandenen verschiedenen ERP-Systeme auf ein globales System unter der Plattform SAP S/4HANA zu überführen. Das war es von meiner Seite und damit möchte ich das Wort wieder zurück an Michael geben, der dann die Zahlen des ersten Quartals vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Jochen. Ja, nach dem ausführlichen Bericht über das Jahr 2023, glaube ich, ist es sehr interessant zu schauen, wie hat das Jahr 2024 begonnen. Und es ist ja bereits in ein oder anderem Satz hier angeklungen, dass wir uns in Europa in einer wirtschaftlichen Schwächephase befinden und Deutschland bedauerlicherweise mit den schlechtesten Aussichten heraussticht. Die Stimmung unter Unternehmen und Haushalten ist schlecht, die Unsicherheit ist hoch und in erster Linie sicherlich auch die chemische Industrie, die mit negativen Quartalszahlen das auch unterstreicht. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt für dieses Jahr wird, wenn überhaupt, um 0,2% wachsen. Und ich glaube, alle Volkswirte sind sich einig, dass Deutschland im Moment sich in einer Rezession befindet. Und bedauerlicherweise sehen wir zurzeit auch keine generelle Erholung der Industriekonjunktur hier in Deutschland. Die Wirtschaftsdaten aus USA stimmen da schon wesentlich optimistischer. Allerdings wirft die Präsidentenwahl natürlich ihre Schatten voraus und die Meinungen über Amerikas ökologischen und ökonomischen Weg nach einer Wahl oder einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump sind natürlich höchst bedenklich. Anders die Entwicklung in China, entfesselt vom Export dank auch staatlicher Subventionspolitik, ist Chinas Wirtschaft im ersten Quartal noch mal kräftig gewachsen. Doch auch hier bestimmen sicherlich Ängste um eine mögliche Auseinandersetzung mit Taiwan die wirtschaftlichen Aussichten. Und all das spiegelt sich natürlich auch in der Entwicklung unseres Geschäfts in den ersten 3 Monaten dieses Jahres wieder. Zwar liegen wir im Simona-Konzern gegen den Trend mit 37,4 Kilotonnen volumenmäßig im Rahmen unserer Erwartungen. Doch der Umsatz ist preis- und auch produktmixbedingt mit 145,9 Millionen Euro um rund 12% unter den der Vorjahresperiode gesunken. Der Blick in die Region fällt, wie ich schon ausgeführt habe, unterschiedlich aus, während wir in Europa das Volumen in den ersten 3 Monaten gegenüber dem Vorjahr halten konnten, führen hier Preisdruck und Produktmixverschiebung zu einem deutlichen Umsatzrückgang von 103,6 Millionen auf 88,3 Millionen Euro. Und insbesondere die hochpreisigen Fluorpolymere, die sehr stark in die chemische Industrie, in die Halbleiterindustrie gehen, die fehlen uns im Vorjahresvergleich auf der Portfolioseite. In USA spüren wir, wie bereits erwähnt, die Zurückhaltung im hochpreisigen Consumer-Bereich, insbesondere bei unserer Tochter PMC, in den Business Lines Advertising und Building sowie Mobility. Dies und ein leicht schwächeres Industriegeschäft bei Simona America Industries führen zu einem um 4% niedrigeren Absatz in USA im Jahresvergleich. Und mit einem Umsatz von 44,6 Millionen Euro liegen wir um 9% unter dem Vorjahresquartal. Sehr erfreulich
ist die Entwicklung in China. Die starke Nachfrage für Platten im Bereich Automotive und die stabile Auftragssituation in der Industrie haben unseren Absatz in Asien um 9% wachsen lassen. Und im Umsatz liegen wir nach den ersten drei Monaten mit 12 Millionen fast auf Vorjahresniveau. Der unverändert starke Preisdruck greift trotz eines weiteren Rückgangs der Materialkosten unsere Marge in diesem Jahr an. So ist unser Rohertrag nach den ersten drei Monaten um 4,9 Millionen Euro auf 71,3 Millionen Euro zurückgegangen. Dies liegt auch am starken Rückgang der erwähnten Fluorpolymere, die einen höheren Margenbeitrag leisten und uns in diesem Jahr fehlen. Der Personalaufwand ist im Quartalsvergleich um 5% gestiegen. Dies liegt insbesondere natürlich an dem Anstieg unserer Mitarbeiterzahl, vor allem in China, und an Lohnsteigerungen in vielen auch unserer Tochtergesellschaften, die zum Jahresbeginn in Kraft getreten sind. Die sonstigen Kosten fallen dank weiterer Preisrückgänge im Wesentlichen um 3 Millionen Euro niedriger aus. Trotzdem schlägt das niedrigere Rohergebnis auf das EBIT durch und führt zu einem um 4 Millionen Euro schwächeren operativen Ergebnis im Quartalsvergleich. In diesem Vergleich ist allerdings zu berücksichtigen, dass wir im Vorjahr noch einen deutlichen Auftragsüberhang zu hohen Preisen aus dem Jahr 2022 mitgenommen haben. Und dieser Rückenwind fehlt uns doch erheblich in diesem Jahr, wo wir doch mit einem normalen Auftragsbestand und zu deutlich schwächeren Preisen in das Jahr gestartet sind. Mit einem EBIT von 9,4 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von 6,4 Millionen Euro sind wir natürlich nicht ganz zufrieden. Betrachtet man das Ergebnis allerdings im Vergleich mit den Quartalsergebnissen vieler Industrie- und Chemieunternehmen, dann glaube ich sagen zu können, dass wir uns sehr wacker geschlagen haben. Und die positive Entwicklung unserer europäischen Töchter, die jüngst doch deutlich verbesserte Auftragsentwicklung und der bisherige Geschäftsverlauf in USA und China lassen uns mit einer gewissen Zuversicht auf das Jahr schauen. Und Matthias, das ist die Überleitung zu dir und zu dem Ausblick und einem hoffentlich guten Ausblick. Also die Überleitung vom ersten Quartalsergebnis zum Ausblick kann ich eigentlich nur dann vernünftig gestalten, indem ich mal ganz kurz über unsere interne Planung spreche. Und die interne Planung ist eigentlich das, was die Zahlen hier auch widerspiegeln. Wir möchten einen Umsatz von 620 bis 640 Millionen Euro mit einer EBIT-Marge von 6 bis 8% erreichen. Und in der internen Planung haben wir tatsächlich das berücksichtigt, was wir für das Vorjahr eigentlich als Sondereffekt gesehen haben. Und das war dieses extrem starke erste Quartal, was wir in Nordamerika im letzten Jahr hatten. Das haben wir natürlich so nicht in unsere Planung übernommen. Auch wenn wir jetzt mit dem Quartalsergebnis nicht besonders glücklich sind, sehen wir nicht darin keinen Anlass, an der Gesamtplanung zu zweifeln. Ich denke, dass wir aus heutiger Sicht, insbesondere angesichts der guten Auftragslage, die wir jetzt in den letzten Wochen in Europa gesehen haben, die nicht alle aus Deutschland kommen, sondern eher die Exportmärkte, die Ursache dafür sind. Wir sehen eine gute Auftragssituation in Europa. Wir sehen auch die Möglichkeit, den Wert unserer Produkte wieder zu erhöhen, sodass wir optimistisch sind und positiv sind, dass wir doch diese geplanten Werte, die Sie hier auf der Folie sehen, erreichen werden und wir damit auch wieder ein gutes Jahr abschließen werden. Ja, mit diesem Ausblick endet unsere Präsentation und wir kommen jetzt zu Ihren Fragen, hoffentlich zahlreicher Natur. Und ich denke, jetzt warte ich mal, bis Sie Ihre Fragen eingeben. Es gibt bislang noch keine Fragen. Dann warten wir noch eine halbe Minute vielleicht. Wie gesagt, im Chat haben Sie dann auch noch die Unterlagen, die die Konferenz begleiten, bekommen dann auch eine Aufzeichnung der Jahrespressekonferenz zugeschickt.
Dann nehme ich das mal als Kompliment einer umfassenden Präsentation, dass Sie keine Fragen haben. Doch, eine kommt. Bin ich mal gespannt, was wir hier auf dem Bildschirm sehen. Ist das eine Frage oder eine Frage nach dem Wetter? Oder scheint die Sonne in Mainz? Fragen können auch per Mikrofon gestellt werden. Ist möglich. Falls Sie es nicht gehört haben, ich weiß nicht, wie die Technik funktioniert, Sie können Ihre Fragen auch per Mikrofon, also von Ihrem Gerät aus stellen. Fernsehen würde man jetzt in die Werbung schalten. Hallo, hört man mich? Sibylle Jacobi hier, Südwestrundfunk. Ja, wir hören Sie. Ja, danke. Ja, weil es gibt einige Fragen im Chat. Ich war gerade dabei, meine auch da reinzuschreiben. Ich weiß nicht, warum sie bei Ihnen nicht ankommen. Es gibt aber Fragen im Chat. Ich würde mal meine stellen und vielleicht kann man derweil gucken, was da im Chat passiert ist. Ich würde noch mal um zwei Zahlen bitten. Das eine ist die aktuelle Zahl der Mitarbeitenden am Standort Kirn. Weil wir hier aus der Region sind, interessiert uns das natürlich besonders. Und dann nochmal die Bitte, die Entwicklung beim Aktienkurs, da gab es auch zwei Zahlen nochmal zu wiederholen, da war ich nicht schnell genug. Dankeschön. Ja. Ja, gut, vielleicht zur aktuellen Zahl der Mitarbeitenden in Kirn. In Kirn haben wir 611 Mitarbeiter. Die Zahl ist nur geringfügig im letzten Jahr aufgebohrt worden. Insofern haben wir eine sehr stabile Situation in Kirn. Und wir haben im letzten Jahr auch in einigen Bereichen insbesondere unser Produktmanagement, unsere technische Kompetenz gestärkt und gehen hier auch davon aus, dass wir auch in diesem Jahr mit der gleichen Mitarbeiterzahl oder mit einem ganz leichten Aufbau in den technischen Funktionen das Jahr beenden werden. Also wie gesagt, in Kirn am Standort haben wir 611 Mitarbeiter. Das war der erste Teil. Der zweite Teil der Frage war die Entwicklung des Aktienkurses. Frau Jacobi, ich glaube, Sie hatten es nicht ganz verstanden. Der Aktienkurs ist im letzten Jahr von Anfangskurs 86,50 Euro auf 65 Euro gefallen. Das ist bei uns immer ein etwas schwieriges Thema. Wir haben nur eine sehr geringe Zahl an Free Float und Fungibilität der Aktien. Und wenn man sich die Umsätze schaut, dann sieht man, dass zu diesen Kursen keine Umsätze getätigt werden. Das hat dann auch, wie gesagt, zu meiner Begründung geführt, dass ich sage, es gibt eigentlich keine fundamentale Begründung, wenn man sich die Wirtschaftsdaten unseres Unternehmens anschaut, für diesen Aktienkurs. Und wenn man den Aktienkurs mit der Anzahl der Aktien multipliziert, kommt man zu einem Unternehmenswert von 390 Millionen bei einer Bilanzsumme von ungefähr 611 Millionen. Und damit sind wir der Ansicht, dass der Aktienkurs deutlich unterbewertet ist. Ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen zur Zufriedenheit beantworten. Ja, danke schön. So, leider sehe ich hier Norbert immer noch Krupp, keine... Ich hätte... Entschuldigung. Norbert Krupp hier, ich hätte auch noch eine Frage. Ich habe sie schon im Chat eingegeben, aber ich kann sie auch gerne vorlesen. Das ist nett. Ich würde gerne wissen, welche Investitionen 2023 in Kirn getätigt wurden und welche weiteren Investitionen im laufenden Jahr in Kirn anstehen. Man sieht ja an Ihrem Stammsitzgebäude einige Arbeiten, die da zurzeit getan werden. Wäre für die Lokalzeitung auch von Interesse. Ja, vielleicht fange ich mal mit den Investitionen in den Produktionsstandort Kirn an, den wir ja auch haben und den wir natürlich stärken. Ich bin da in dieser Pressekonferenz jetzt nicht mehr im Detail darauf eingegangen, weil wir ja ein mehrjähriges Investitionsprogramm in Kirn gestartet hatten im Jahr 2020. Das haben wir im Laufe des letzten Jahres abgeschlossen. Im Wesentlichen, es ging um Effizienzverbesserungen, Produktivitätssteigerungen und die Ziele dort konnten erreicht werden.
Insofern ist die Investition in den Produktionsstandort im Moment eher dadurch geprägt, dass wir Ersatzinvestitionen treffen, um eben alte Maschinen auszutauschen, auch nochmal ein bisschen effizienter zu werden und uns natürlich auch mehr und mehr um das Thema Energieeinsparung und Stromverbrauchseinsparung zu kümmern, damit wir auch unsere CO2-Bereiche, CO2-Reduzierungsziele erreichen können. Gut, eben und vielleicht noch in Erweiterung natürlich, ja. der komplette Umbau unserer Hauptverwaltung. Wir haben natürlich das auch vor 3 Jahren jetzt schon gestartet. Wir hatten ja einen schweren Sturmschaden, haben das zum Anlass genommen, dann wirklich auch die Renovierung des Hauptverwaltungssitzes anzugehen. Wir sind jetzt dabei, den Mittelteil komplett neu zu bauen. Das war nicht ganz einfach, weil es ist eine alte Baumasse, die mehr als 100 Jahre alt ist. Dabei hat uns die ein oder andere Überraschung oder ist uns die ein oder andere Überraschung beschert worden in der Baumasse, aber da sind wir jetzt mittlerweile wieder in time und wir gehen davon aus, dass wir den Bereich jetzt, diesen Mittelteil mit neuen Konferenzräumen entsprechend auch empfangen, bis zum Ende September, Anfang Oktober abgeschlossen haben. Und dann steht noch die komplette Renovierung der ersten Etage an. Also auch das wird noch bis zum Ende des nächsten Jahres dauern, bis wir dann wirklich den Stammsitz auch zeitgemäß mit der entsprechenden modernen Technik, aber auch mit deutlicher CO2-Verbesserung dann offiziell abschließen können und eröffnen. Dankeschön. Könnten Sie bitte was zur Höhe der Investitionen sagen, ja. Die Beträge? Ja, also am jetzt rein Gebäudeinvestitionen für den Ausbau unseres Verwaltungsgebäudes, das sind insgesamt, das gesamte Volumen sind 8 Millionen Euro. Investitionen im Bereich der Produktion sind über alle drei Werke, also wir haben ja drei Werke in Kirn, ungefähr 4,5 Millionen Euro. Wobei man immer gucken muss, was wird davon in diesem Jahr schon aktiviert, was läuft ins nächste Jahr. Insofern ist so eine Zahl immer mit einer gewissen Unschärfe verbunden. Das wollte ich schon nochmal an der Stelle sagen. Eine Frage sehe ich hier tatsächlich jetzt im Chat. Wirkt sich die wirtschaftlich angespannte Situation auf das Personal in Deutschland aus? Ist die knappe Antwort, nein, das tut sie nicht. Wenn wir jetzt in die Details des ersten Quartals beispielsweise schauen, werden wir sehen, dass der Ergebnisrückgang im Wesentlichen aus den USA kommt und wir in Deutschland zwar nicht besonders glücklich mit unseren Ergebnissen sind, aber auch unsere Standorte in Deutschland stark exportorientiert sind, sodass wir weder im letzten Jahr noch voraussichtlich in diesem Jahr das Personal in irgendeiner Weise diesen eventuellen Rückgang spüren wird. Ich möchte vielleicht dazu noch ergänzen. Also wir stellen im Moment ein, wir suchen Personal, sowohl in der Produktion als auch in der Verwaltung. Produktmanagement ist schon genannt, aber sicherlich auch andere Bereiche. Also insofern tragen Sie gerne in die Welt hinaus, dass die Simona gute Nachwuchsmitarbeiter benötigt. Auch wir tun uns immer schwerer, unsere Stellen zu besetzen. Der Fachkräftemangel ist nicht nur ein Schlagwort, sondern Realität. Und insofern möchten wir hier absolut nicht das Gefühl vermitteln, dass bei uns Personalabbau ansteht, sondern ganz im Gegenteil, der Personalstand wird gehalten. Wir stellen an der einen oder anderen Stelle auch noch zusätzlich ein. Und das ist eine Riesenherausforderung in der jetzigen Zeit und auch in der Zukunft. Ja, die nächste Frage lautet, welche Akquisitionsstrategie verfolgen Sie konkret? Ist ein großes Ticket dankbar? Ich denke, Jochen Haug hat unsere Kriterien, die wir an eine mögliche Akquisition legen, dargestellt. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht noch weiter zu detaillieren. Ein großes Ticket ist denkbar. Wir machen uns über Größenordnungen von Akquisitionen zurzeit keine Gedanken, sondern eher die Frage, was sind die Kriterien und welche Akquisition passt dazu? Gibt es noch weitere Fragen? Es dauert immer ein bisschen, weil es für mich hier tatsächlich kein Chat ist, sondern die Fragen hier einzeln nacheinander reinkommen. Insofern gerne auch mündlich fragen. Ja. Das scheint besser zu funktionieren als der Chat. Es gibt keine Fragen mehr, höre ich gerade. Eine Frage kommt noch. Ja, bitte. Achso, die muss ich jetzt hier lesen. Gut, da brauchen wir noch eine andere Schriftgröße. Also, die Frage ist wahrscheinlich, okay. Wer ist der Verkäufer der Windenergie und ist Solarenergie aus heimischen Solaranlagen eine Alternative?
Michael, ja. Möchtest du die Weinberge mit Solaranlagen bedecken? Es gibt zumindest, habe ich vernommen, Projekte, Bäume in Weinbergen zu pflanzen, um den Wasserhaushalt in den Weinbergen besser zu pflegen. Nein, Spaß beiseite. Ja, sicherlich ist Sonnenenergie auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Allerdings muss man hier sagen, bei den Größenordnungen, wir sind doch ein sehr energieintensives Unternehmen. Wenn wir gesagt haben, das können Sie ja auch lesen, 35 Gigawatt füllen wir aus Windenergie. Und das ist die Hälfte unseres Energiebedarfs. Dann wissen Sie, dass unser Energiebedarf in Deutschland alleine bei 70 bis 80 Gigawatt per anno besteht. Und das wäre natürlich eine große Menge aus Wind, aus Sonnenenergie. Und hier haben wir das Thema, dass wir, ich sag mal, nur kleinere Volumina daraus decken könnten. Und insofern ist für uns, ich sag mal, das eine Option, wenn wir regional hier Projekte sehen. Damit beschäftigen wir uns, schauen uns das auch an. Aber natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der Anbindung und gerade im Umfeld von Kirn. Soll ja in den nächsten Jahren auch das ein oder andere Projekt entstehen. Und wir sind da offen, uns auch entsprechend einzukaufen oder sogar zu engagieren in diesen Projekten. Eine Frage ist noch, über wie viele Jahre wurde der Preis fixiert? Ich glaube, darüber sprechen wir im Detail nicht. Aber genau. Wir haben einen mittelfristigen Vertrag abgeschlossen über mehrere Jahre, ohne jetzt die Anzahl der Jahre hier freitreten zu möchten. Richtig. Also das ist, wie gesagt, die Frage weiter. Aber dann war noch eine andere Frage da im Nachgang. Leider ist jetzt ausgeblendet. Auch da bitte ich auch um Verständnis, dass wir im Moment nicht sagen, wer der Verkäufer der Windenergie ist. Allerdings die Windkraftanlage, so viel können wir sagen, steht in Mecklenburg-Vorpommern. Es sind im Moment zwei Windräder, die angeschlossen sind und über die wir diese Energie einkaufen und dann auch über den Markt wieder verkaufen. Weil das können wir sagen, wir können sie im Moment noch nicht in unseren Bilanzkreis einschmeißen. Aber das wird im kommenden Jahr sich ändern. Und das sind Onshore-Anlagen, ne? Ja, richtig. Eine Frage war noch, Jochen, für dich wahrscheinlich, das Thema Hyperloop. Das war ja von Peak. Genau. Systems. Ja, also das Projekt gibt es noch. Ich glaube, die Frage war, ob es das Projekt noch gibt. Die Frage kann ich mit Ja beantworten. Wenn Sie mich fragen, wie lange dauert es, bis wir da wirklich über Umsätze reden oder bis wir überhaupt mal über Prototypen reden, die ausprobiert werden können, ganz ehrlich, da traue ich mich nicht dazu, irgendeine Prognose abzugeben. Aber an dem Projekt sind unsere Kunden noch dran und wir dann damit auch. Ja, Herr Hörner-Klamm, ich glaube, das war jetzt die letzte Frage. Danke auch für die Frage. Danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und für die Geduld und für Ihr Interesse an der Simona AG. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Jahr. Alles Gute.